Ist ja gut, so gehen wir rein, okay? Kann noch mal einer klatschen? Ja, herzlich willkommen, Marie, Louis und Louis, zur neuen Folge Mosaik and Talk. Ihr seid das L-Kollektiv. Wie habt ihr euch kennengelernt und worin habt ihr den Vorteil gesehen, als Schauspielkollektiv oder Performance-Kollektiv zu arbeiten? Soll ich? Also, mit wem haben wir es denn hier zu tun? Wir haben es hier mit der Elisabeth Marie Leistico zu tun und mit dem Louis Lübs. Das bin ich. Und mit dem Louis Panitzer. Das ist er. Ja, die längste Verbindung besteht eigentlich zwischen Elisabeth und mir. Wir haben uns schon im Schauspielstudium an der UdK in Berlin kennengelernt und seitdem nicht mehr wirklich so aus den Augen verloren. Und der Louis, eigentlich war ich mit seinem großen Bruder befreundet, aber als er dann größer wurde, kam er auch irgendwie so in mein Leben hinein. Und unsere erste wirkliche gemeinsame Arbeit unter dem Namen L-Kollektiv war 2017. Und da war die Elisabeth in München, hatte eine Theaterproduktion und die lief irgendwie richtig scheiße. Und entweder wurde sie da rausgemobbt. Ich wurde rausgemobbt. Oder der Regisseur war kacke und sie hat ihm so viel Widerstand gegeben, dass er sie geschasst hat. Tatsächlich. Und dann stand sie hier in Bayern, die hat dann bei mir hier am Ammersee geschlafen in der Zeit, stand sie hier und hatte nichts zu tun. Und dann kam der Louis um die Ecke und hat gesagt, hey Leute, Louis, also zu mir, ich fände es interessant, wenn die Zuschauer mal Lampen auf dem Kopf hätten und sich ihr das Szenario selber beleuchten. Und da gibt es so eine alte Gärtnerei, so alte große Gewächshäuser, vielleicht könnten wir da was machen. Und dann haben wir uns zusammengesetzt, noch mit einem vierten Mann, mit dem Erwin Klocker. Und dann haben wir uns eine Geschichte dazu ausgedacht und ein Konzept erstellt. Und so war das erste Stück Der Erleuchthund geboren. Und das war die erste gemeinsame Arbeit und so haben wir uns kennengelernt. Und bis auf 2018 seitdem jedes Jahr eine Produktion gemacht. Und warum arbeiten wir als Kollektiv? Warum Kollektiv, L-Kollektiv? Vielleicht bedarf es da erstmal einer Begriffsklärung. Also Co. Sehr gerne. Ja, also Co kommt ja von Kopf und Leg, Englisch Bein, Kopf und Beine und Eve von Intensiv. Intensive Kopf- und Beinarbeit. Intensive Kopf- und Beinarbeit im Rahmen des Theaters. Dann bringt es natürlich mit sich, wir haben es nicht so mit der, also bei Kollektivarbeit schwingt immer sowas von Gleichberechtigung mit sich und auf Augenhöhe und Mitbestimmungskonzept. Das können wir nicht so gut, deswegen wechseln bei uns sozusagen die Intendantenposten täglich, also jeden Tag ist einer oder eine Intendant, weil uns das mit so einem straffen hierarchischen System irgendwie leichter gelingt. Mobbing ist ein Thema, aber wir setzen uns nicht damit auseinander. Oder? Ihr dürft ergänzen. Ich ignoriere das. Ich finde es total wichtig, was er gesagt hat. Sehr schön, vielen Dank für diese ausführliche Antwort. Ein Aspekt zur Kollektivarbeit, dass, da unterschiedliche Disziplinen zusammenkommen und dass die sich halt gegenseitig bereichern und ergänzen. Wo jetzt eigentlich gerotzt? So, aber mehr kann ich dazu eigentlich nicht sagen. Es ist aber auch in streng hierarchischen Theaterbetrieben ist es eigentlich auch so. Also da gibt es gar nicht so einen Unterschied. Okay. Es scheint mir trotzdem ein bisschen lockerer zu sein bei euch als in einem hierarchischen Theater. Ich komme direkt zur nächsten Frage. Inwiefern hat sich eure Arbeit oder eure Arbeit im Kollektiv während des Lockdowns verändert? Also gab es positive oder negative Auswirkungen? Also
Das waren ja zwei Lockdowns, oder wir sind ja immer noch in einem Teil-Lockdown. Im ersten Lockdown hat es uns dann ein bisschen über... im ersten Lockdown hat es uns überrumpelt, weil wir eigentlich das Projekt, was wir dieses Jahr machen, das Meditier, eigentlich schon letztes Jahr machen wollten. Und dann haben wir in dieser Zeit des Lockdowns alles umwursteln müssen und haben ein anderes Stück dann vorbereitet. Das heißt, die Phase war so ein bisschen sehr durcheinander und die haben wir dann irgendwie nutzen müssen, um das Konzept zu verändern und dann das Stück von letztem Jahr irgendwie zu erdenken und zu gestalten. Das war dann der Prolog. Und den wir als Ersatzstück gemacht haben. Genau. Und jetzt dieser Lockdown. Wir haben mit dem Flausen und dem Take That-Programm von Daku eine Residenz gehabt am Pathos Theater München. Und die haben wir genutzt, um Recherchearbeit zu machen und uns tiefer in die Themenfelder Wahrheit und Wasser zu begeben, die wir irgendwie jetzt auch ausarbeiten wollen in dem Projekt des Meditier. Und da hätten wir normalerweise dann vor Ort am Pathos Theater gearbeitet und das war dann natürlich alles von zu Hause aus, aber in gewisser Weise hat es uns auch geholfen, weil wir sehr wenig Ablenkung hatten. Also wir hatten sehr wenig andere Termine in dem Sinne, sodass wir tatsächlich uns täglich treffen konnten via Skype. Wir machen immer noch Skype, das finden wir am besten. Und das heißt, wir haben echt tatsächlich täglich gearbeitet und haben dann Interviews geführt mit ExpertInnen aus verschiedenen Berufsgruppen. Die konnten wir dann eben auch via Skype machen, beziehungsweise bin ich da einmal dann hier an den See gekommen und wir haben es dann doch geschafft, ein paar Leute live zu treffen. Lockdown ist sozusagen eine merkwürdige Sache, auch jetzt mit dir so über den Bildschirm, ist einfach was anderes, als wenn du jetzt live bei uns wärst, aber so von der Konzentration her hat es uns ganz gut geholfen, weil wir einfach wirklich täglich Zeit hatten, uns zu treffen. Ja, weil nichts anderes zu tun war, man nirgendwo hingehen konnte oder sonst irgendwelche anderen Engagements oder so in die Quere gekommen wären, war das eigentlich sehr gut für uns. Wir konnten uns mit unserem Stipendium, unserer Residenz da komplett auf das kommende Stück fokussieren. Ja. Was in der Weise vielleicht sonst gar nicht möglich gewesen wäre. Und das Arbeiten über Skype ist natürlich trotzdem ein anderes. Man kommt total intensiv zusammen, aber man lernt irgendwann auch so, wie lange man das aushält, vor dem Computer zu sitzen, bevor man sich nicht mehr bewegen kann und einfach umfällt. Aber ich glaube, wir haben eine gute Methode gefunden und uns sehr gut strukturiert, da irgendwie uns trotzdem regelmäßig täglich für gewisse Zeiten auszutauschen über diesen merkwürdigen digitalen Pfad. In beiden Lockdowns gab es ja auch immer mehr digitale Theaterprojekte. Und meine Frage an euch ist, welche Möglichkeiten seht ihr für das Theater im Zeitalter der wachsenden Digitalisierung? Haben wir auch viel drüber nachgedacht. Und es ist so, also der digitale Raum ist ein sehr vielfältiger Raum und ist ein Raum, der eben vieles ermöglicht, auch bestimmt viele Formen findet. Aber ob davon alles sinnvoll ist, ist fraglich. Also ob es Sinn macht, sich dem wirklich ganz hinzugeben im Theater, finde ich etwas fraglich oder auf jeden Fall so, dass man das auch kritisch betrachten könnte, weil dann doch Theater einfach von der wahrhaftigen und leiblichen Begegnung lebt und dem vieles genommen wird sicherlich und es eventuell auch gar nicht notwendig ist, vom Theater da dann so zwanghaft zu versuchen, irgendwie sich anzupassen oder mitzuspielen, weil ja
vielleicht Theater sich dann in gewisser Weise selbst abschafft. Und es gibt sicherlich viele, also ich habe auch schon viele sehr interessante Projekte gesehen, die damit arbeiten. Vor allen Dingen, was ich spannend finde, ist die Möglichkeit, international zu agieren und dann live tatsächlich doch mit jemandem von Übersee irgendwie zusammenzuarbeiten. Aber ja, die wahre Begegnung ist einfach dann nicht möglich. Und das ist ein großes Manko. Ja, unsere Art Theater zu machen, findet halt live statt. Ja. Also wir sind da in der absoluten Theatertradition des Live-Moments und wollen den nicht missen und sehen es jetzt auch nicht als die dringendste Aufgabe der Zeit, sich künstlerisch mit diesen Fragen auseinanderzusetzen, wie wir das Theater in einen digitalen Raum übersetzen können. Ich finde, es gibt genug digitale Räume und ich finde die auch spannend, aber für uns ist der Theaterraum in der echten Welt und auch nur deswegen wirklich spannend. Ja, ich hätte es sozusagen eher auch als eine Chance für die Theater, also ich finde auch, da gibt es bestimmt sehr tolle Projekte und so, aber auch, was die Elli angerissen hat, eine Chance für die Theater gewesen, wenn denen jetzt schon verboten wird, einfach zuzumachen, dass sie dann auch einfach konsequenterweise zumachen und nicht irgendwie vielleicht ein bisschen hechelnderweise irgendwie versuchen, unbedingt da jetzt über digitale Formate irgendwie Theater, was dann aber irgendwie halt doch keins ist, irgendwie stattfinden zu lassen. Sondern dem Theater auch die Chance zu geben, durch diese Leerstelle, die entsteht, wenn wirklich aufgehört wird, auch der Gesellschaft, auch sich selbst in das Theater hinein, was bedeutet das eigentlich, wenn Theater nicht da ist? So, was für eine Quelle kann daraus wieder entstehen? Oder was für Neues kann daraus entstehen? Kann man vielleicht wirklich mal in Klausur gehen? Alle sind immer am Produzieren und immer mehr Produktion bei kleineren Etats. Das als Chance nehmen, zuzumachen und gucken, was dann passiert. Vielen Dank für diese Antwort. Du musst am Ende des Interviews erraten, wer heute Intendant ist von uns, okay? Wer heute Intendant ist. Weil es wechselt ja tagtäglich. Alles klar, am Ende des Interviews werde ich das herausfinden. Ja, aber erst ist die dann. Frage, ob du es herausfindest. Ja, dann wissen wir es auch erst. Okay, also habe ich dann die Chance. Okay. Alles klar. Jedes gute Interview braucht ein kleines Quiz, deswegen. So haben wir uns das ausgedacht für dich. Sind wir schon direkt beim Thema? Was ist denn eure aktuelle Produktion? Naja, also wir wissen eigentlich nicht wirklich, worum es in dieser Produktion geht. Aber es gibt trotzdem 5 Positionen in diesem Stück. Das sind dann die Darstellerinnen, die ganz genau wissen, worum es in dieser Produktion geht. Oder die dieses Wissen auch den Zuschauern oder die Zuschauer davon überzeugen wollen, dass sie diejenigen sind, die das wissen. Dann gibt es eine 6. Figur in dem Stück, die genauso eben Fragen stellt, was es eigentlich geht. Also die eine Reporterin darstellt und das Stück begleitet und eigentlich genau diese Fragen stellt. Worum geht es hier eigentlich? Was macht ihr hier eigentlich? Genau. Und naja, am Ende geht es vielleicht auch einfach nur darum, wer das letzte Wort hat. Beziehungsweise, ob das überhaupt ein Wort ist oder vielleicht nur ein Klang oder so. Oder ein Laut. Ja. Beziehungsweise auch dann, was eigentlich danach kommt, also diese Stille. Und wie die so wirkt. Wolfram Lotz sagt immer, Pausen sind sehr wichtig. Und wir lieben Wolfram Lotz. Und auf jeden Fall gibt es dann eine lange Pause. Vielleicht hat das Stück auch damit zu tun. Eine lange Stille. Oder? Mit der Stille bestimmt. Genau. Und
Ja, das klingt so pathetisch. Es geht natürlich um Wahrheit. Und natürlich. oder der Frage danach, was eigentlich ist. Und für uns, tatsächlich, um dem irgendwie nahe zu kommen, haben wir das Thema Wasser für uns entdeckt und darin auch eine Möglichkeit, uns dem Thema der Wahrheit zu nähern, der Frage der Wahrheit zu nähern und Wasser in seinen Eigenschaften und in seinen Metaphern irgendwie als Werkzeug zu nehmen, um Wahrheit zu ergründen. Und deswegen spielt auch das Stück auf dem See, hier auf dem Ammersee, oder das Stück spielt auf dem Ammersee und deswegen geht es darum, um das, was ich gerade erzählt habe. Ja, weil Wahrheit so facettenreich ist und um diese ganzen Facetten vielleicht ansatzweise zu ergründen, lassen wir es sozusagen das Wasser, diese ganzen Facetten, lassen wir die Wahrheit im Wasser, die Facetten spiegeln, uns spiegeln, uns zurückreflektieren. Ja. Das finde ich auch interessant, dass man ja eigentlich, wenn man via Skype oder halt so telefoniert, ich sehe ja nur einen Ausschnitt. Also es ist so trügerisch. Ich kriege nur eine Perspektive oder so einen Ausschnitt. Wie im Film. Also es ist schon gleich manipuliert eigentlich, die Begegnung. Ja, auf jeden Fall. Und für uns sind die Zuschauer natürlich auch eine, ja, in sich selbst viele Kameras, die durch unsere Theaterinstallationen laufen. Und die manipulieren natürlich alle ständig, indem sie da hinschauen, wo sie hinschauen. Und wir uns das auch nicht aussuchen können. Und das Stück ist so angelegt, dass es maximal viele Perspektiven gibt. Nicht nur dadurch, dass es viele Zuschauer gibt, die alle zwei Augenpaare haben, sondern dass es auch verschiedene Erzählstränge gibt, die parallel ablaufen und man als Zuschauer dem Ganzen gar nicht komplett Einsicht bekommt. Dass man da gar nicht komplett die Einsicht bekommt. Und das ist, glaube ich, auch etwas, was uns interessiert in den Arbeiten, dadurch, dass wir die so Räume schaffen, wo das Publikum sich auch durchbewegen kann, ist, dass wir nicht mehr kontrollieren können, wie geguckt wird oder was gesehen wird. Und vor allem auch, wenn wir draußen spielen, also Open Air, dass das alles Teil davon wird und dass alles es ablenken kann oder auch verstärken kann und dass wir uns dieser Naturgewalt auch aussetzen, irgendwie da in gewisser Weise auch Kontrolle abgeben. Und das ist spannend. Und das nochmal zu dem Digitalisierten, das verhindere ich natürlich, indem ich das frame. Das Einzige, was dann noch eine Gefahr ist, ist, dass die Internetverbindung fehlschlägt. Aber das ist ziemlich unsexy. Ja. So viel zu dem Projekt. Das Meditier. Wir wollen hier natürlich an der Stelle nicht zu viel verraten. Aber ich würde noch ein, was du jetzt auch gesagt hast, es geht um Risiko für Darsteller und Publikum. Und es geht auch damit zusammenhängend ums Schwanken. Wie sehr schwankt es zu arg, dass man die Balance verliert? Fällt man ins Wasser oder nicht? Darum geht es vielleicht auch noch so in einem übergeordneten Aspekt. Ja, man sollte unbedingt dabei sein und das Stück sehen. Wir machen keine Internetversion. März. Die drei verschwundenen Sterne. Gut 1600 Lichtjahre entfernt, im Sternbild Tiefsee, schwebt ein Clownsfisch. Jedenfalls erinnert dieser planetarische Nebel auf den ersten Blick an einen kosmischen Bekannten Nemos.
Ein Team der europäischen Südsternwarte ESO hatte mit dem sehr großen Teleskop diesen Nebel zum ersten Mal am 23. Februar 2021 genau beobachten können. Die Strukturen in der Gaswolke erschienen fast blutrot und in leicht bläulichen Tönen. Die rote Farbe ging auf Wasserstoff zurück, das Blau auf glühenden Sauerstoff. In diesem Nebel kreisten ein weißer und ein roter Zwerg umeinander, die etwa den 500-fachen Abstand Erde-Sonne hatten. Noch viermal größer war die Entfernung eines dritten Sterns, der um die beiden Sterne in der Mitte zog. Im Kosmos ist bis heute kein anderer Nebel mit einer solchen Dreierkonstruktion bekannt. Doch nun hat das ESO-Team eine überraschende Entdeckung gemacht. Bei ihrem letzten Blick in die Gaswolke stellten sie fest, dass die drei Sterne verschwunden waren. B5 aktuell. Nachrichten. Uns erreichen mehrere Eilmeldungen. Vollsperrung auf der A96 Lindauer Autobahn zwischen Inning am Ammersee und Landsberg am Lech. Es staut sich in beiden Richtungen bis auf den mittleren Ring in München und weit ins Allgäu hinein. Grund ist ein Schaden am Fahrbahnbelag. Es handelt sich wohl um ein umfangreiches Aufbrechen der gesamten Fahrbahn. Erste Augenzeugen berichten, es sähe aus wie eine Art Krater. So viel man schon sagen kann, hat der Krater ein Ausmaß von etwa 10 auf 20 Meter. Sogenannte Blow-ups, also Hitzeschäden der Fahrbahn, sind aufgrund der Jahreszeit auszuschließen. Auch ein Erdrutsch ist wegen der flachen Topografie unwahrscheinlich. Vielmehr deutet die Form des Kraters auf einen Asteroideneinschlag hin. Die Erde sieht wohl verbrannt aus und ist noch warm, so erste Berichte. Tja, aber es ist kein Asteroid da, jedenfalls wurde uns nichts dergleichen mitgeteilt. Es gibt bisher keine Erklärung. Zwar wollen mehrere Passanten gestern gegen Mitternacht ein Licht am Himmel gesehen haben, jedoch einen Einschlag konnte niemand beobachten. Außerdem eine weitere Warnung an die Bewohner rund um das Ammersee-Westufer. Mann, am Ammersee ist ja heute richtig was los. Der Polizei wurden hier innerhalb eines Vormittags mehrere Autodiebstahlversuche gemeldet. Entwendet wurde bisher aber nur ein weißer Fiat Fiorno Baujahr 94. Auch hier gibt es noch keine Anhaltspunkte. An den restlichen Autos wurden Dellen in Dach und Motorhaube festgestellt. Es wird davon ausgegangen, dass es sich um mehrere Täter handelt. Ob dieser Vandalismus mit dem bizarren Kraterfund zusammenhängt, ist noch unklar. Die Polizei ermittelt in alle Richtungen und bittet um ihre Mithilfe. Ah, und jetzt höre ich gerade. Unsere Korrespondentin Rosalie Rosenberger ist bereits vor Ort und hat ein paar Stimmen eingefangen. Rosalie, wie sieht es bei Ihnen aus? Was konnten Sie bisher herausfinden? Ja, Walter, es ist wirklich unglaublich, was sich hier in diesen beschaulichen Stegen seit heute Morgen um 5 Uhr abspielt. Also so viel ich von der Polizei erfahren habe, ist dieses Riesen-Erdloch, also es schaut wirklich unglaublich aus, man kann es gar nicht beschreiben und sich auch gar nicht vorstellen, soll dieses Kraterloch unmerklich heute Morgen um 5 Uhr entstanden sein. Man kann nur von Glück sagen, dass niemand zu Schaden gekommen ist. Die Leute drängen sich hier trotz Regen und Corona auf den Straßen, manche wollen einfach nur gucken und die Autobesitzer, ja, die stehen tatsächlich verzweifelt vor ihren Autos, denn manche sind total demoliert und man kann sich einfach keinen Reim daraus machen. Und ich habe jetzt hier neben mir Rudolf Rupfinger, einen echten Stegianer. Herr Rupfinger, wie haben Sie denn heute Morgen das alles hier erlebt? Mein Hansi! Hansi! Der Hansi, der ist weg! Ja, bin heute Morgen bin ich mit ihm rausgegangen, gell? Und zum Scheißen, da geht er immer da hinein in den Busch. Das ist ein ganzer Schüchterner, der scheißt nicht so vor die Füße, ne? Das mag er nicht, wenn man ihm dabei zuschaut, aber immer scheißt er in den Busch und dann halt ist er nicht mehr rausgekommen. Der ist einfach nicht mehr rausgekommen, Hansi! Herr Rupfinger, ja, wie es aussieht, hat es wohl doch schon ein Opfer gegeben. Wir hoffen natürlich, dass es nur bei diesem einen bleibt. Und jetzt zurück zu dir ins Studio, Walter. Ich verrate es auch niemandem. genau, also direkt auch eigentlich, ich habe mich auch so ein bisschen eingelesen in das, was ihr bisher produziert habt. Und mir ist aufgefallen, dass ihr euch mit vielen abstrakten Thematiken beschäftigt, also Vernunft, Sehnsucht.
Jetzt halt die Frage, wo seht ihr die Möglichkeiten des Theaters bzw. der Kunst, neue Blickwinkel auf diese Themen zu eröffnen? Ja, also viele von diesen Begriffen, Vernunft, Sehnsucht, Wahrheit, Wasser, sind ja totale Vereinfachungen der Wirklichkeit. Da wird ein sehr, sehr komplexes, großes System in ein Wort verpackt und die Beschreibung schlägt total fehl, weil ganz viel fehlt. Und da sehen wir eigentlich die Möglichkeit im Theater, einen Raum zu schaffen, eine Situation zu schaffen, die den Zuschauer komplett umgibt und in deren wir uns diesen Begriffen irgendwie annähern, indem wir diese Begriffe sezieren, aufspalten. Elisabeth sagt auch oft, dreidimensional machen. Assoziativ füllen, ja. Und das ist für uns die Chance, die im Theater liegt, eben diese Begriffe nicht mehr zu reduzieren auf einzelne Wörter und Sätze, sondern was liegt eigentlich abseits der sagbaren Sprache, was dann auch nur erlebbar ist, was sich als Atmosphäre beschreiben lässt oder als Erfahrung eben. Und diese Erfahrungsräume sind eben für uns Theaterräume, wo man auch wieder dabei ist, dass ein digitaler Ort nie ein Erfahrungsort in dem Sinne ist, dass ich mich körperlich dort aufhalte, sondern rein kognitiv eigentlich diesen Ort begreife und verstehe. Und für uns gehört da schon viel mehr noch dazu, um wirklich von einer Erfahrung zu sprechen. Ja. Genau. Also ich habe auch ganz viele Zeitungsartikel-Ausschnitte gelesen, in denen oft davon die Rede war, dass ihr sehr gerne die Zuschauerinnen irritiert. Also Irritation ist auch etwas sehr Wichtiges oder ein wichtiges Werkzeug in eurer Kunst. Und die letzte Frage für dieses Interview wäre, welche Bedeutung hat Irritation für eure Arbeit? Ja, das ist ja natürlich irgendwie eine schwierige Frage, auch eine Frage, auf die ich mich, die habe ich irgendwie erwartet, mich dementsprechend auch in meinem Vermögen darauf vorbereitet. Also sie ist deswegen schwierig, eben wie du sagst, sie wird irgendwo hingeschrieben, dieses Wort. Manch einer mag es vielleicht dann auch so erlebt haben, Und dann schwebt es so über einem und man wird so gelabelt mit einem so einem Ding, wo es uns ja aber überhaupt nicht, wo wir sozusagen gar nicht zielgerichtet danach arbeiten, sondern es passiert sozusagen im besten Fall. Und aber ich habe mir trotzdem versucht, ein paar Gedanken dazu zu machen, wie das vielleicht in unserer Arbeit vorkommen kann oder eine Rolle spielt. Da gibt es sozusagen das gegensätzliche Begriffspaar Fiktion und Realität und ich glaube, das ist eine Form der Irritation, wenn die Fiktion in die Realität greift, beziehungsweise auch andersherum. Da kann man leicht irritiert sein. Also sozusagen, wenn man nicht mehr genau weiß, was gehört jetzt eigentlich zum Theater und was ist eigentlich Theater oder ist doch echt oder so. Das hat bei manchen Stücken Einzug erhalten. Jetzt nehme ich meine Blätter in die Hand. Und dann gibt es natürlich so, dann hat man ja immer, ob im Leben oder auch speziell aufs Theater bezogen, hat man bestimmte Erwartungen und Gewohnheiten und Muster. Und irgendwie gibt es irgendwelche Formen, Normen und man steckt auch in sowas Alltäglichen, in so einer alltäglichen Erfahrung fest. Und durch die Irritation kann man eben halt seine Muster oder die Muster der Zuschauer dann irgendwie durchbrechen und aufknacken. Ja? Und dadurch kann man sozusagen dieses so ein alltägliches Erleben oder das immer sozusagen durch den Filter der Gewohnheit geht, erneuern und auffrischen, ein neues Erleben kreieren.
Und damit ist sozusagen jede Irritation auch immer ein Angebot zur Wachheit für den Zuschauer. Und Irritation hat unterschiedliche Gesichter. Ja, man kann entsetzt sein, erschrocken oder man kommt ins Staunen oder man fühlt sich provoziert durch eine Irritation. Und sicherlich ist eine gewisse Provokation von uns bewusst beabsichtigt, um auch die Augen der Menschen zu trüben und zu verklären und zu irren. Aber uns geht es auch sehr oft um eine subtile, sanfte, zurückhaltende Irritation, die die Augen sozusagen, Augen und Geister eher klären und weiten und vielleicht in Staunen bringen oder so. Was uns interessiert ist, dass in dem Moment der Irritation eigentlich jegliche Sicherheitsnetze wegfallen, weil man einfach, weil man in einfach nicht mehr weiß, wie zu reagieren, wie zu antworten auf die Situation. Und in diesen Momenten gibt es sozusagen auch die Möglichkeit für beide Seiten, sich ganz pur gegenüberzustehen, also auch nackt zu sein. Und es gibt oft die Scham vor Nacktheit oder vor Offenheit und man versucht es ganz schnell wieder irgendwie zu füllen oder richtig zu machen, richtig reagieren zu können, zu wissen, um was es geht, aber eigentlich das zuzulassen, nichts zu wissen, nackt zu sein, dazustehen, sich auszusetzen oder so, das kann sehr gewaltsam daherkommen, aber es kann eigentlich auch sehr, also in der Fragilität sehr spannend und schön sein. Und wenn man damit verantwortungsvoll umgeht, was wir hoffen, dass das sozusagen wir tun, ist da, glaube ich, ein großer Gewinn. Ja, also genau, weil durch diese Nacktheit, da entsteht dann sozusagen Kontakt und Begegnung und im besten Fall vielleicht eine Verschmelzung und daraus kann dann auch irgendwie wieder was Neues entstehen. So. Also ja, was du meintest, man Irritation sensibilisiert, macht einen dünnhäutig im besten Fall durchlässig oder irgendwie sowas. Ja. Und hinterlässt Spuren, Eindrücke. Also normal, also im Alltag hat alles das Potenzial, einen Eindruck zu hinterlassen. Aber die Erfahrungen, die wirklich eigentlich haften bleiben, sind oft auch in der Irritation oder in den Momenten, wo ich wach bin, logischerweise. Und der Louis hat es vorher schon ein bisschen angerissen, warum das vorkommt bei uns in der Arbeit ist, auch wenn wir so drüber reden, kommt es eigentlich ganz gut raus. Es geht eben ums Erleben und weniger ums Verstehen irgendwie. Und wenn ich irritiert bin, dann hast du gesagt, dann kann ich überhaupt vielleicht kurz mal nichts mehr einordnen und dann bin ich vielleicht ganz in so einem Erlebnisraum. Und da wären wir eben bei einem zentralen anderen Thema von unserer Arbeit, nämlich dem Erleben. Und dem Zuschauer endlich mal klarzumachen, dass es verdammt nochmals nichts zu verstehen gibt. Weder im echten Leben, wenn es das überhaupt gibt, aber noch überhaupt am allerwenigsten im Theater. Wir verbrennen im Vornherein schon alle roten Fäden, weil wir diese scheinheilig finden. Die gaukeln einem immer nur sowas vor. Die gaukeln dir vor, es wäre alles in Ordnung. Es ist echt nichts in Ordnung, nichts. Und deshalb gibt's da auch nichts zu verstehen. Im besten Fall gibt's was zu erleben. Du kannst mit deinem Darm ganz manchmal was richtig Geiles erleben. Oder der Seele oder irgendeinem anderen abgefahrenen Organ. Aber dieser Verschwörungstheorie, dass irgendjemand etwas mit dem Kopf verstehen könnte, der hängen wir nicht an. Wir machen einfach Disneyland Paris, aber am Ammersee und auf Dorftheaterniveau. Und mehr kann ich über Irritation auch nicht mehr sagen, weil der Text ist zu Ende und dann steht da eben nichts mehr, was ich lesen könnte. Und frei sprechen ist eh nicht so mein Ding. Außer Intendantenreden, die mag ich. Habe ich erst eine gemacht, leider auch nicht allein. Für meine Freundin hatte ich auch nur einen halben Blumenstrauß. Das war auch traurig.
Der andere Intendantenredner hatte für seine Freundin nämlich keinen Blumenstrauß, da musste ich dann meinen eben teilen. Sehr traurig, wie gesagt, weil meine Freundin liebt Blumen. So, jetzt könnt ihr mich langsam mal unterbrechen, weil ich habe hier noch ein paar Seiten lang den Satz "Nimm es nicht persönlich" genau. stehen. Nimm es nicht persönlich, nimm es nicht persönlich, nimm also, es nicht persönlich. Ja, vielen Dank für dieses unglaublich spannende und witzige Interview. Jetzt bin ich an der Reihe zu raten, wer Intendant ist. Also erstmal, ich freue mich auf jeden Fall, auch wenn es nur ein ganz kleiner Ausschnitt von dem ist, was ihr eigentlich produzieren werdet, freue ich mich auf die Aufnahme. Und wer ist heute Intendant? Zuerst habe ich gedacht, es ist Louis Lübs. Zwischendurch habe ich gedacht, es ist der andere Louis. Und ich würde aber tatsächlich sagen, dass es Marie ist. Woher wusstest du das? Wir haben es versucht, gut, wir haben es echt versucht zu verstecken. Ich weiß noch, es ist eigentlich eher eine intuitive Antwort. Also ich könnte jetzt auch nicht sagen, warum ich das Gefühl hatte. Nee, das ist gut. Interessant ist ja aber auch, dass das Prinzip so funktioniert, man benennt oder man behauptet die Dinge einfach und dann kann man das ja einfach auch annehmen. Ist ja auch ein Spiel. Dann ist es auch einfach so. Das machen wir auch, heute bist du Intendant, heute bist du, heute bin ich. Und dann hat man diese Rolle und kriegt sie geschenkt und dann geht man damit um. Elena, ja, sau spannend, vielen Dank. Es ist auch für uns total spannend, so zu reden und uns zu präsentieren, weil wir machen es schon manchmal dann für halt dann für die Reporter, aber für die Zeitung, ich muss gerade nicht, wie ich das sage. So. Danke, dass du uns die Chance gegeben hast, für mal über uns nachzudenken. Ja. Dass wir uns auch mal Mühe geben müssen, was über uns zu erzählen. Weil wenn wir untereinander reden, dann ist das oft in eher Fantasiesprache oder Bewegungstherapie. Louis, du haust ja heute einen nach dem anderen raus. Stimmt aber. Nee, aber es ist wirklich, das ist auch irritierend. Über sich selbst zu reden ist super irritierend. Oh, das hört sich gar nicht gut an. Da brauchen wir doch am besten gleich ein wenig Musik. Am besten, passend zum Ammersee, eine Perle der Schifffahrtsmusik. Apropos Schifffahrt. Bei diesen Ereignissen mag man ja fast an ein Raumschiff denken, das da gelandet sein könnte. Naja, Spaß beiseite. Aber hier nun die unwiderstehliche Milva. Ein Schiff wird kommen. Das Lachen der Matrosen und Küsse, die schmecken nach See, nach Salz und Tee. Mich lockt der Zauber vom Piräus, drum steh ich Abend für Abend hier am Kai. Und warte auf die fremden Schiffe, aufs Onkel, aufs Jahr. Ein Schiff wird kommen und das bringt mir den einen
Sehnsucht mancher Nacht. We'll be right back.